Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider, der Sendung, deren Hauptqualitätsmerkmal es ist, dass sie in zwei Leveln vorbei ist. Anscheinend, denn ganz ehrlich, ich habe vor einem der letzten Videos 3-4 Kommentare bekommen, wo Leute geschrieben haben, ja, ich freue mich auf Tomb Raider 3. Das ist schön, aber das schreibt man doch nicht dauernd unter Tomb Raider 1. Ich meine, ihr freut euch vermutlich auch auf das Erbe eurer Eltern, aber ihr sagt euren Eltern nicht ins Gesicht, hey, gut, dass du bald tot bist. Und mit diesen Worten, was? Nein, ich begrüße herzlich Mathe. Apropos, ich freue mich, dass du bald tot bist. Ja. Nein, nee, ja, ich hi. Muss mein Testament erst schreiben. Oh nee, oh nee. Und dich vergesse ich dann sowieso wie die Cutscenes, weißt du, die ich eigentlich reinschneiden hätte sein sollen. Ich war die aber nicht reingeschnitten gewesen. Und deshalb habe ich eigentlich direkt verkackt bei den meisten. Ja, so. Weil sie gucken eigentlich dein Let's Play auch nur wegen den Cutscenes. Ja, das hatte ich bei Soul Reaver das Gefühl. Na, war es auch berechtigt. Ich finde, Raziel hat eine viel sympathischere Stimme. Nein. Doch. Ja, wir sehen hier, wie Hunde aus Eiern schlüpfen und zerschießen selbige, sobald sie jeden Prozess abgeschlossen haben. Ich bin hier wieder mit der lebhaften Stimme, genau wie wir es hier mit lebhaften Wänden zu tun haben. Leberhaft fast schon. Das heißt nicht, dass die Leber ins Gefängnis muss, sondern... Och nee. Ja. Meine Glanzzeiten sind vorbei. Ihr freut euch auch schon auf mein Erbe, oder? nein, ich habe leider nichts vorzuweisen als diesen Kanal. Das ist gar nicht so traurig. Yay. Yay. Ja, wir müssen hier was machen, glaube ich. Ich meine, manche Menschen haben weitaus weniger vorzuweisen als einen YouTube-Kanal. Ja, keinen YouTube-Kanal zum Beispiel. Es ist dann zwar niveauvoller, da fahrt ihr alle voll drauf ab dann, aber das ist halt, ne, da ist dann auch nichts. Sag mal, was, wo kommt die Treppe her? Egal, ich gehe einfach mal. Viel wichtiger ist die Frage, wo geht sie hin? Jetzt werden wir hier philosophisch, ja? Ja. Das ist meine... Der Fisch, den ich am meisten hasse. der Philosophisch. Ich hör auf. Mhm. Es ist alles gut. Du hörst doch sowieso nicht auf. Nee, ich mach weiter. Ich bin nicht zu bändigen. Nun, dieses Flugviech ist ebenfalls nicht zu bändigen. Flugviecher sind gefährlich, denn wenn sie explodieren, ist alles voller Vogelkacke. Nein, wenn die hier explodieren, ist alles voller Explosionen und das heißt meistens, das ist ein rekursiver Prozess, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Explodierende Dinge, die Dinge hervorbringen, die explodieren, die Dinge hervorbringen, die explodieren. Aber, ja. Wie wenn man ganz, ganz fiese Bohnensuppe gegessen hat. Ja. Du hast keine Bohnensuppe gegessen. Gott sei Dank nicht. Nee. Sonst hättest du jetzt ein Problem. So nah, wie ich dir auf die Pelle rücken muss, um hier vernünftig in das Mikro reinsprechen zu können. Ja, sie muss an meinem Popschutz riechen. Das ist nicht angenehm. Och nee. Was denn? Es ist doch so. Wenigstens hast du ihn umgedreht. Ja, genau wie ich das mit meinen Unterhosen immer mache, wenn sie anfangen zu stinken. Nein, wir haben... Okay, wir müssen uns alle wieder fassen. Wir haben gerade fast gelacht. Das geht echt nicht in einem Let's Play, das kann man nicht machen. Am Ende glauben die Leute noch, wir hätten Spaß. Das wäre ja fürchterlich. Ja. Ironische Kommentare sind auch fürchterlich, wenn sie überbetont sind. Boah, habe ich direkt eingeschenkt. Ja, was hier, ne? Also eigentlich sollten sich jetzt, glaube ich, Türen öffnen. Da ist eine 2 drauf, kann das sein? Du hast... Ich habe? Du hast einen Hebel bedient, ne? Nein. Nein? Nein, noch keinen Hebel. Ich habe halt auch keinen Hebel gefunden. Ich habe nichts bestellt auf der Karte. Was du? Na egal. Oh nee, wegen bedient. Och nee, ich habe den Hebel bedient. Er hat was bestellt. Aber er war schon so besoffen, dass ich ihn über den Tisch gezogen. Ach nee, das war bei uns. so.
Ich habe einen Hebel geöffnet, der Hebel runtergedrückt, der mir erlaubt hat, einen weiteren Hebel runterzudrücken, und hier bin ich nun. Ich habe dieses Spiel gekauft und alles, was ich bekam, war dieses T-Shirt und ein Hebel, der ein Hebel, der ein Hebel. Ach, da ist noch ein Hebel. Gut. Ich bin gerade so hebelig. Ja, ist ja gut. Lass uns speichern. Dieses Level trägt übrigens einen Namen, Atlantis, und hierbei handelt es sich tatsächlich um die versunkene Stadt und das, was von ihr übrig ist. Und das ist nicht gerade das Ratshaus, wenn ich das so sagen darf. Wir haben da auch irgendwie Probleme mit Ungeziefern und so. Ja. Es sind eigentlich nur die Behörden offen geblieben nach dem Untergang von Atlantis. Ich habe im Keller auch Probleme mit pulsierenden Wänden und... Du hast keinen Keller. Doch, Gamer müssen eigentlich einen haben. Sonst passt das Klischee nicht mehr. Apropos Klischee, es geht nach oben. Und zwar ziemlich weit nach oben. Oni! Nicht in Laras. Nein! Nein! Nicht da reinkriechen. Nein. Das wollen wir nicht sehen. Ja, da ist Lava und wenn wir drauf fallen, sind wir tot. What? Sag mal, wie viel Glück habe ich eigentlich? Das ist doch nicht mehr fair. Mhm. All die Menschen, die hier gestorben sind. Was, jetzt mache ich es ein bisschen zu dramatisch. Aber da ist eine Spalte. Und da drunter ist noch was. Du meinst eigentlich deine Spalten. Och nee. In Laras wolltest du eben auch reinkriechen. Ja, aber das ging ja nicht. Oh nee, Hebel, hallo Hebel, was machst du? Erzähl's mir. Ja, der Hebel öffnet die Tür. Ich habe keine Ahnung, wer die Schaltung verlegt hat. Ist nicht sehr, 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 sehr realitätsbewusst. Och man, jetzt erst fällt mir ein, was ich auf den Keller, auf die Kellersache eben hätte antworten können. Verdammt, jetzt ist es zu spät. Habe ich schon was von überdramatisieren gesagt? Verdammt, jetzt ist es so spät. Sie werden mich hinrichten. Du hast gesagt, ich habe keinen Keller. Und dann hätte ich antworten können, Oberstübchen habe ich auch nicht. Und das wäre dann witzig gewesen. Nee. Okay. Dann ist ja gut, dass ich es nicht gesagt habe. Hm? Du machst übrigens wieder die Cowboy-Stimme. Oh nein. Ich wollte eben schon in der Cowboy-Stimme begrüßen, weil ich dachte, da mache ich dir mal coole Freude. Aber... Nun. Nee. So, jetzt haben wir es. Nun. Er war nur auf der Durchreise. Wollte nur mal Hallo sagen. Oh, nee! Nee! No. Nee! Ah, ich muss sowieso hier runter, denn hier ist ein Hebel, der umgelegt werden muss. Umgelegt. Ja, sicher muss der umgelegt werden. Das ist doch offensichtlich, Officer. Müssen wir aber wieder hier raus. Weil sonst hat das gar nichts gebracht. Oh, jetzt fängt der Mönchschor an. War es so episch, dass ich diesen Hebel umgelegt habe? Mhm. Oh, selbe Geräusch, das immer kommt, wenn ich meinen Kühlschrank öffne. Hast du da auch einen Mönchschor drin? Nein! Boah, Boy! Was war das? Hast du das gesehen? Sie kriegte das in den Rücken. Lara, spring doch! Du kriegst doch das in den Rücken. Mhm. Nun. Die Frau hat's jetzt mit dem Ischias, mit Sicherheit. Ischias. Ischias. Ich. Oh, nee. Es heißt ich hab... Ichias, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es heißt Ichias. Aber das klingt so egozentrisch. Och, nee. Ist das dein verfickter Ernst? Nee, ohne das Fick. Ist das dein Verernst? Nun, wir müssen vermutlich... Da hinten habe ich nämlich eben noch einen Hebel gesehen. Wir müssen vermutlich hier rüber. Wie jetzt... Warum ist die Tür denn wieder zugegangen? Weil
Du. Ich habe eine Zeitgesteuert. Ich habe eine unsichtbare Wand hier. Interessant, oder? Warum? Da ist doch eine Tür. Ja, aber ich habe eine unsichtbare Wand vor der Tür. Damit man nicht an die Tür rangeht. Du weißt, was passiert, wenn man an die Tür rangeht. Sie bleibt zu. Ja, das ist sehr deprimierend. Deshalb machen sie lieber eine unsichtbare Tür, eine unsichtbare Wand davor. Vielleicht ist es auch eine unsichtbare Tür. Vielleicht geht die unsichtbare Wand weg, wenn die Tür offen ist. Vielleicht war auch das jetzt auch der Hebel für den unsichtbaren... Naja, ihr wisst schon. Also die Tür da, die ist ja wahrscheinlich dann zeitgesteuert, ne? Boy. Nun. Ja, das Spiel auch. Hallo und herzlich willkommen zurück. Es ist gerade abgestürzt. Wir haben den Hebel gedrückt und nichts hat sich getan. Ich gehe fast davon aus, dass die unsichtbare Wand dort gar nicht sein sollte. Wofür ist der Hebel da? Ist das jetzt noch ein anderer? Nee, das ist derselbe, den wir eben hatten. Ist die Zeit vielleicht doch türgesteuert? Wir werden es einfach mal ausprobieren. Du hast gerade gesagt, die Zeit ist... Ja, mir ist es auch aufgefallen. Ach, Mann. Du hast das Lösungsrätsel gesagt, Idiot. Ja, das Spiel heißt übrigens Tomb Raider 1. Seht ihr auch oben im Titel nochmal. 1 Tomb Raider heißt das. Diese Bestimmtheit. 20 Punkte. Das gab auch 20 Punkte. Wie habe ich das eigentlich gemacht? Ich weiß nicht. Wie hast du das eben mit dem Stein gemacht? Ich weiß nicht. Ich bekam den doch nur in den Rücken. Das tut doch nicht weh. Ach, wir hatten gespeichert, nachdem wir den Hebel gedrückt hatten. Wir müssen den Unterwasserhebel nochmal drücken, um die Tür zu öffnen. Der Menschkorb beginnt wieder, obwohl nichts sich geändert hat. Könnte ich ja meine verdammten Fressen halten. Nee, die müssen halt einmal am Tag singen. No. Lass dich mal so aufs Klo. Nee. Lasst uns springen. Lasst uns froh und munter sein. Denn dort liegt ein nicht erfolgreicher Stein. Oh. Mhm. So, jetzt bleibt die Türe auch auf. Oh, danke. Diese Lava sieht so scheiße aus. Entschuldigung. Ja, fast so schlecht wie die in Minecraft. Fast so schlecht wie die Lava. Nun, okay, diese Tür ist zu. Macht nichts. Ja, nur dass die Lava Nun. In Minecraft zumindest ansatzweise physikalischen Gesetzen folgt. Ja, aber was denn schon? Gesetze sind darum gebrochen zu werden. Knochen auch. Ja. Eingeäschert zu werden vor allem. Oh, da ist schon wieder die Cowboy-Stimme. Ja, ich wollte es gerade sagen. Wie kann man sich sowas angewöhnen? Das ist... Dass du hast damit damals angefangen mit dem... Ja, ich habe gesagt, ich war dabei. Einer der ersten. Aber ich habe nicht nur noch darin geredet. Du konntest ja nicht ahnen. Ja, nicht weil meine Ahnen konnten ahnen. Oh, da war wieder der... Der Ahnenwitz. Nee, da war gerade wieder die Qualitätsprüfung. Nee, nicht Qualitätsprüfung, Materialprüfung. Ja, ich wollte einfach mal gucken, was das hier eigentlich ist. So. Holzkopf, eindeutig Holzkopf. Nein, ich meinte... Das ist ja voll falsch verstanden. Da war ein Hebelchen. Was wird der wohl öffnen? Doch nicht etwa die Tür hinter mir. Öffnet er die Tür hinter mir? Ja. Mhm. Hi. Wie auch immer sich die Türen bei dem Wasserdruck gut öffnen können. Es ist aber sehr, sehr, sehr... Es ist aber selten, dass eine Tür, die sich im gleichen Raum wie der Hebel befindet, dadurch öffnet. Ja, ich mach das mittlerweile einfach so. Ich glaube, Gott ist nicht mein Freund. So, Leute, das... Was war das denn? Ich war... Marco jetzt auch irgendwie so ein... Mönch oder so. Nun, das Spiel hat sich entschieden... Was? Nein, das Spiel
Das Spiel hat sich entschieden für die Seite des Bösen. Das Spiel ist nämlich eben abgestürzt. Aber das, ne? Jetzt läuft's wieder. Hier kann man irgendwo nicht hin. Oh ja, das sieht nach Spaß aus. Drei Türen öffnen. Ja, sehe ich aus wie der Drei-Türen-Öffner. Ich muss vermutlich, da oben sind drei Hebel und die muss ich drücken. Und immer, wenn ich einen Hebel betätige, meine ich, wird hier in diesem Raum, werden ein paar Eier losgelassen. geworfen auf mich, gar. Oh, tatsächlich noch nicht. Tür 2. Das geht ja sogar problemlos. Ich frage mich nur, wofür die anderen Hebel sind. Ja, hier kommen. Wofür sind die anderen Hebel? Okay. Okay, brauche ich auch. Ich brauche also auch noch den um die Ecke hier. Echt? Ja. Scheiße. Die Viecher machen echt viel Schaden. Ja. Dann würde ich sagen, drücken wir dieses Mal erneut alle. Aber werden... dämliches Mistviech. Ich sollte vermutlich langsam auch eher zur Schrotflinte greifen. Ja, aber du hast ja ordentlich Schuss dafür. Ja, 52. Ich habe die irgendwie kaum benutzt. Die Magnums waren mir für das meiste eigentlich genug. Für die Uzis dürfte ich auch wieder irgendwie 700 haben. Schauen wir mal nach. 1500. Gibt's ein Maximum? 9999 oder? Ach so, ja, das kann sein. Aber selbst wenn, das werde ich wohl nicht erreichen. Wäre aber lustig, wenn. Das wäre ein schöner Endsave. So, dann gab es hier auch noch diese Tür. Ah, das ist der Raum mit dem Wasser, ne? Ja, genau. Jetzt habe ich schon 1700. Wirkt fast so, als wäre das Maximum doch erreichbar. Also in einem Magazin sind 100 Schuss dann, ne? Oder was? Ja, kann sein. Ach, jetzt verstehe ich das erst. Oder? Nee, hier tat sich immer noch nichts. Ich habe den Eindruck, dass es könnte sein, dass möglicherweise nur ein Hebel überhaupt die Kreaturen spawnt. Und dass ich diesen Hebel gar nicht drücken müsste. Da ist gerade... Oh, ja. Boah, jetzt kommen sie doch alle. Kannst du nicht einfach ins Wasser? Kann ich, aber da ist noch ein Hebel, den ich nicht gedrückt habe. Ich muss den erst drücken. Weil dann brauche ich ja vermutlich doch alle. Wasser! Wassermarsch! Oh. Oh nee, die können mich trotzdem treffen. Die haben die Fleischbällchen und so. Och nee. Jetzt muss ich aus dem Wasser rauskommen und dann in das andere Wasser rein. Boah. Boah. Danke. Aber wofür war denn jetzt der vierte Hebel? Das weiß ich nicht. Vielleicht brauchtest du den gar nicht. Das kann sein. Auf jeden Fall war er nicht der Einzige, der verantwortlich war für das Spawnen von Kreaturen. Das sieht irgendwie nach Stein aus. Aber da kommt vermutlich keiner. Tomb Raider 1 hat nicht so viele Steine wie die anderen. Finde ich. Ach, die Stelle, an die erinnere ich mich auch noch. Ich mich auch noch aus meinem ganz alten LP. 1900. Ah, hallo Stein. Aber das ist schon technisch interessant, wie sie die sich bewegenden Texturen hingekriegt haben. Für 1996. Ja, abgesehen davon... Ah, ich verstehe. Nun. Ist ja. Das so gedacht? Nein, das ist nicht so gedacht. Okay. Aber ich denke mir halt, ist mir egal. Wenn ihr mich hier herumglitschen lasst, gern. Nun. Puh.
So, Oh nee. Da ich mach das gern. Nun. Na, aber auch nur solange du überlebst. Dann ja. Nicht, uns nicht mehr. Wir haben jetzt irgendwie wohl einen großen Teil des Levels geskippt, glaube ich. Das ist mir egal. Nee, ich meine, ist ja deren Schuld auch. Ich war's nicht. Mhm. Speichern, bevor wir irgendwas machen. Vielleicht auf einen anderen Safe. Falls ich mir dadurch doch was zerstört haben sollte. Genau, hier kann ich laufen. Und ich werde mal wieder beworfen mit Munition und so einem Zeug. Das sind vermutlich wieder zwei. Genau. Damit sind wir bei 2100 Schuss. Ja, kann ich mich auch noch daran erinnern, dass das absurd viel Munition war, die man da bekommen hat. Nachdem ich vor allem auch 700 Schuss bereits weggeballert habe. Ich hatte ja mal 700 für die Uzis und habe die bis auf 0 geschossen. Kriege dann jetzt nochmal 2000 noch was. Puh, überlebt. Ja, möglicherweise sollte ich die mal ausrüsten. Aber die sind scheiße. Ja. Oh nee. Der wird mich doch jetzt hier von runterschubsen. Ich weiß das doch. Mhm. 8 Schuss? Krass. Ja. Das war, vor allem war das 8-mal die Schrotflinte. Die macht ja schon, glaube ich, am meisten Schaden. Ja, es ist der meiste Schaden von allen Waffen pro Schuss. Ob das jetzt auch pro Sekunde zum Beispiel ist, weiß ich nicht. Aber keine Ahnung, Dinosaurier brauchte, glaube ich, 3 Treffer damit. So ein Raptor. Ich glaube, du musst erst an die Seite irgendwo. Ja. Da ist ein Hebel. Hebel! Was war das denn? Warum? Wieso hat sie sich nicht... Ja. Das war sehr komisch. Nun, das war meine Schuld. Das nicht.